Gute, ihr lieben Maker 9, ich hoffe, es geht euch besser als mir, denn heute war kein guter Tag. Ich fange jetzt gar nicht erst an, worum es geht und warum jetzt ein Scheißtag war. War ein Scheißtag heute. Aber ja, was habe ich gemacht? Ich bin in der Mittagspause und jetzt gerade eben produktiv gewesen. Ich habe mal angefangen, ich drehe mal die Kamera um. Hallo. Genau. Und da seht ihr, ich habe hier ein bisschen mir so ein kleines Fotostudio aufgebaut. Da seht ihr schon so ein klein bisschen eine Sneak Peek, wie das denn später aussieht. Und das reicht auch vollkommen aus. Ich kann mal kurz zeigen. Blub. Gehen wir mal näher ran. Zoomen wir noch mal ein bisschen raus. Das reicht vollkommen aus für die Website. Das ist nämlich schon viel zu hoch auflösend. Das muss man noch mal runterskalieren. Und was habe ich da aufgebaut? Zum einen hier oben mal die Nanlite Forza 60 mit der Softbox. Das ist so Skylight quasi, was einfach mal so da runterstrahlt wie die Sonne auf die Erde. Und da habe ich mir ein kleines Yongnuo Stablicht aufgebaut. Also so ein Laserschwert, wenn man so will. Ja. Da ist eine NPF-Batterie vorne dran. Also die ganz normalen Sony-Batterien sind da dran. Mit der kann das Ding fast quasi 2 Tage betrieben werden. Ist eine ganz coole Geschichte. Kann man auch die Farbe wechseln, wenn man es möchte. Das hatte ich gestern auch da stehen gehabt im Vlog. Da war das nur dann entsprechend orange, falls ihr euch dran erinnert. Genau. Falls ihr die Videos noch nicht gesehen habt, dringend Kanal abonnieren, Videos angucken. Genau. Dann ist heute etwas passiert. Also ich werde heute ein paar Videos mehr drehen, ganz einfach deswegen, weil ich nicht weiß, ob ich nächste Woche zum Kunden nach Hamburg fahre. Und deswegen... Oh, ist das hell. Okay, ich habe mir schon Gedanken drüber gemacht. Na. So. Weil ich nicht weiß, ob ich nächste Woche zum Kunden rüberfahre. Das steht noch nicht fest, weil da noch so ein paar Sachen geklärt werden müssen. Und deswegen drehe ich jetzt schon mal ein paar Sachen vor. Dann habe ich auch das Wochenende entsprechend ein bisschen frei und kann vielleicht nächste Woche mal ein bisschen durchatmen und mich um wichtigere Sachen kümmern. Also nicht, dass der Vlog nicht wichtig genug wäre, aber momentan ist halt 1. Juli Shop-Start. Ne? Sollte schon entsprechend man noch ein bisschen Zeit investieren. Die Mehrwertsteuerumstellung kommt natürlich auch noch, wovon ihr auch so ein bisschen profitiert. Genau. Dann, was habe ich heute noch gemacht? Das habe ich euch gestern schon gezeigt. Und für den Flex-Tilt, ja, ist schlecht zu zeigen, aber für den Flex-Tilt sind quasi alle Teile jetzt fertig. Das heißt, da werde ich jetzt gleich mal ein Video drehen. Das werdet ihr morgen sehen, wo ich das Ding zusammenbaue. Deswegen Kanal abonnieren. Kann ich nur nicht oft genug sagen. Das heißt, morgen werden wir zusammen den Flex-Tilt zusammenbauen. Und es wird auch noch ein Video geben, vielleicht am, nein, nicht morgen, aber Montag, wo es darum geht, wie man dann entsprechend mit der Palette oder mit dem Canvas Hub von der Palette oder mit dem Canvas 3D von der Palette entsprechend die einzelnen einfarbigen Objekte, wie zum Beispiel hier so ein Makerboard, wie man das genauer einfärbt. Da habe ich gestern unter den Kommentaren gelesen, dass das noch nicht so ganz klar ist. Ich hatte es ja mal kurz angeschnitten. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, ob euch das interessieren würde. Und vielleicht ziehen wir das dann vor für morgen, keine Ahnung. Jedenfalls, das will ich euch gerne mal zeigen, weil das ist, glaube ich, ein super interessantes Thema für alle, die noch nicht wissen, warum die Palette denn so cool ist. Es ist nicht nur die Hardware, die einwandfrei funktioniert, sondern auch die Software, die einwandfrei funktioniert. Ja? Man kann da wirklich seamless eigentlich einfarbige Objekte einfärben, ja? Und hat dann, ohne jetzt eine Multicolor-Datei bauen zu müssen oder mehrere Multicolor-Dateien bauen zu müssen, hat man quasi schon ein Multicolor-Druckobjekt. Das funktioniert zwar nur auf der Palette, aber hey, warum sollte ich sonst was anderes nutzen, wenn ich jetzt die Palette zur Verfügung habe? Genau. Das bedeutet, wenn ihr interessiert seid an den Themen, abonniert bitte den Kanal, wird mir auch super weiterhelfen. Wir sind jetzt schon bei 500, auf dem Weg zu 520. Ziel ist es, die Tausender-Marke zu knacken, damit solche schlechten Nachrichten wie heute vielleicht nicht so durchschlagen entsprechend und ich mir nicht so einen Kopf drum machen muss entsprechend. Des Weiteren könnt ihr auch gerne mal bei uns im Online-Shop nachgucken. Da gibt es coole Merchandise-Sachen, coole Shirts. Da gibt es coole Filamente, wie zum Beispiel mal ja, das KVP, PET, PLA, PETG, ABS haben wir da. Das Ethern, stimmt, eine Sache noch. Ethern hat mir gesagt gehabt, dass die jetzt Mitte Juli hoffentlich liefern. Ich habe denen noch mal ein bisschen auf den Fuß getreten und gesagt gehabt, Leute, das ist echt lange mittlerweile. Das Zeug ist schon 1,5 Monate bezahlt und ihr seid immer noch nicht fertig mit Liefern.
haben die gemeint, ja, tut uns leid, wir versuchen nochmal entsprechend bei der Fabrik entsprechend in China nachzufragen und rauszufinden, wann es denn wirklich kommt. Deswegen Mitte Juli, Ende Juli, ich weiß es nicht ganz genau, seid bitte geduldig. Guckt ab und zu mal halt entsprechend auf der Webseite nach. Ich versuche auch jetzt zum 1. Juli die Bestände nochmal zu aktualisieren, dass die alle entsprechend schön eingepflegt sind in der Webseite und ihr da in der Hinsicht keine Probleme oder keine Nachteile habt. Genau. Was haben wir sonst noch zum Anbieten? Nur mal so die Leute, die sich fragen, was wie E-Sign ABS aussieht, wenn man es druckt. Das habe ich auf Mini gedruckt. Ja, sieht, finde ich, echt Porno aus. Na, er stellt nicht scharf genug, aber gut. Das sieht echt Porno aus. Jetzt hat er einen Fokus, genau. Sieht echt Porno aus von den Layer her. Das hier wird vielleicht bald in den Shop kommen. Das ist das Ingrion Performance PLA. Das hier dürfte das Wraith 3D PETG in schwarz sein. Und das hier ist das Material for Print PLA in Permut Blau oder wie es heißt. Ich muss mal genau gucken, wie die Farbe genau heißt. Auch eine coole Farbe. Und das hier ist, glaube ich, das Extruder GlowX PETG. Wer das noch nicht kennt, guckt im Shop nach, sollte eingepflegt sein. Ist auch ein brachial geiles Glow in the Dark Filament. Reicht, glaube ich, hier so an das Keylight hier, halbe Stunde dran halten, leuchtet die ganze Nacht. Ja, nicht ganz, aber ja, ne? Ihr wisst, was ich meine. Und dann gibt es noch eins, ich hole euch mal kurz mit rüber, weil das muss ich euch persönlich zeigen. Ich habe jetzt leider Gottes schon... Na, jetzt hat die Kamera mich im Fokus verloren. Ne? Jetzt will sie nicht mehr. Ja, jetzt hat sie mich wieder. So. Ne, das ist das Prima Select. Das ist nicht das Richtige. Habe ich leider nicht mehr da. Nicht mehr ausgepackt da. Und zwar geht es da um das Ethan Cold White. Ich kann noch mal rüber mit euch gehen ins Lager. Ich zeige euch das mal kurz. Ich mach mal kurz hier... Blub. Licht an und da sind wir schon. Da sind wir schon in der Ethan-Ecke und da seht ihr Cold White. Ne, seht ihr nicht. Ha, Moment. Ich drehe mal kurz die Kamera rum. Da seht ihr Cold White. Sowohl als PLA als auch als ABS. Genau. Und wer sich schon immer mal gefragt hat, ey, wie kriege ich denn diese coolen Lithophane-Drucke her oder hin? Das ist das Filament. Ja, also wer mal... Ja toll, jetzt habe ich gerade hier das Setup entsprechend umgestoßen. Also wer mal wissen will, wie man die Lithophane richtig druckt, ihr wisst, welches Filament. Ist im Shop eingepflegt, könnt ihr bestellen. Ja, das brauche ich nachher nochmal auf. Jetzt kriegt mich die Kamera schon wieder nicht. Da ist er. Genau. Ist im Shop eingepflegt, könnt ihr bestellen, kostet 20 Euro die Rolle, also 19,95. Und muss ich sagen, habe ich der Schwiegermutter schon zu Geburtstag ein Bild von unserem Hund jetzt noch so zusätzlich entsprechend geschenkt. Ist echt cool, wenn man da noch einen passenden Ausdruck dazu macht. Da gibt es eine spezielle Web-App. Den Link dazu versuche ich euch nochmal unten in die Videobeschreibung zu packen. Dann könnt ihr quasi im Hintergrund halt noch so einen Ausdruck reinpacken und dann wird dieses lithophane Bild, was ja schon so ein 3D-Bild ist, wird dann nochmal farbig. Ohne, dass ihr farbig ausdrucken müsst. Und das, finde ich, ist echt geil. Ja, also nicht, dass schwarz-weiß schon killer genug aussieht. Ja, ich versuche mal hier noch für die fürs Büro mal noch das ein oder andere Bild, was hier in die Wand kommt. Da habe ich auch jetzt hier die Wand hängen. Ich zeige es euch mal. Da drüben, ja, da hängen ja schon ein paar Bilder, die ich selber gemacht habe. Da versuche ich dann mal noch entsprechend, na, jetzt hat er mich. Da versuche ich dann mal noch entsprechend das ein oder andere Lithophane-Bild zu machen, das wir dann auch noch an die Wand packen können. Mal gucken, vielleicht mit einer Hintergrundbeleuchtung oder sowas. Wird zwar ein bisschen dicker dann, aber das sollte gehen. Und gerade hier so im 3D-Druckhersteller, ja, 3D-Filament-Lieferant, meine ich, nicht Hersteller. Sollte machbar sein auf jeden Fall. Vielleicht auch für die Lampe, die da hinten ist, dass dann, die dann automatisch beleuchtet ist oder so. Mal gucken. Irgendwas können wir da machen. Genau. Wie gesagt, wenn ihr keines von den nächsten Videos verpassen wollt, das war so ein kleines Update für heute, abonniert den Kanal. Wir sehen uns morgen. Bis dahin. Happy Printing!